Endlich nach etwa 9 Monaten Winter steht jetzt zum allerersten Mal in diesem Jahr das erste Baggerseen-Wochenende vor der Tür. Der Sommer ist da, die Luft ist warm, das Wasser wahrscheinlich noch ziemlich kalt. Und wir stehen hier am Opfinger See und mein Kollege Max wird jetzt mal schauen, wie kalt es wirklich ist. Also der erste Baggerseentest 2013 ist nun erfolgt. Max, wie war's denn? Ja, es war viel wärmer als erwartet. Opfinger See, 20 Grad. Ich würde sagen, Südbaden kann am Wochenende die Badehose einpacken und an die Baggerseen fahren. Und jetzt werfen wir einen Blick aufs BZ-Wetter. So wird das Wochenende. Das ist Südbaden und der Samstag wird meistens noch gut. Tagsüber scheint die Sonne, eine ganz große, dicke Sonne. Über ganz Südbaden wird die Sonne scheinen. Es werden Temperaturen erwartet, so von etwa 25 Grad im Rheintal, vielleicht auch mal 26, 27 Grad im Schwarzwald, hier bei Neustadt. Wahrscheinlich kühler, Temperaturen so knapp über 20 Grad und die Sonne scheint dann wirklich bis zum Mittag. Und erst gegen Mittag ziehen dann hier vor allem entlang des Schwarzwaldrandes die ersten Gewitter auf. Es blitzt, es donnert. Wo das genau abläuft, wo die Gewitter runterkommen, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Man sollte auf jeden Fall den Vormittag genießen. Und der Sonntag, da sind sich die Meteorologen noch nicht ganz einig, wie der Sonntag werden wird. Wahrscheinlich ganz in der Frühe noch relativ gut. Da scheint die Sonne noch vor allem Richtung Westen. Und dann ist es möglich, dass von Süden her ein Regengebiet aufzieht, ein sehr starkes Regengebiet. Also für das Wochenende gilt, den Samstag genießen, der ist schön, Badewetter. Am Sonntag dann schlechter und das schlechte Wetter hält dann wahrscheinlich auch am Wochenanfang an. Erst zur Wochenmitte wird es wahrscheinlich besser.